Jawohl, wir schaffen es. Wir schaffen es echt noch, Freunde. Nach fast 80 Minuten haben wir doch noch unser Wunsch erreicht. Eine Rundenzeit unter 9 Minuten 30. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 7 auf dem PC, Folge 108. Es geht auch mal wieder weiter. Technik geht alles wieder. Aufnahme-PC ist wieder am Start. Und heute wieder die letzten beiden Meisterschaften. Elite-Meisterschaften der Sika. Langstreckenrennen. Ach du Kage. Ah ne, sollte nicht so lang gehen. Fangen wir direkt an, Freunde. Was ist das denn? Kind of the way that it feels, so I have to feel connected to it. I have to feel it in the seat of my pants, connected to the road, connected to the ground. It has to be a car that I feel like I can make go fast. I actually say sometimes that nowadays cars are too easy to drive because you can't feel, you know, in the steering wheel what the car is doing and where it's at, kind of the balance of it, because cars are sometimes built to be comfortable. So I like a car that you have to drive to make it go. 8 Runden Nordschleife. Wow, okay, das wird ein Rennen, so wie wir es mit der Corvette auch schon mal hatten. Und zwar Nordschleife mit diesem Ding. Junge, dafür braucht man einen Highspeed-Wagen und nicht sowas. Aber egal. Ich bin noch ewig nicht mehr hier jetzt gefahren, also. Alter, lenkt. Nicht? Alter, wie der lenkt. Quasi nicht. Junge, 8 Runden, du willst mich doch flachsen. Wie lange sollen das jetzt gehen? Eine Stunde? Länger. Ha! Wir müssen ja noch den Nürburgring selber ja auch noch mitfahren die ganze Zeit. Bevor es überhaupt erstmal auf die Nordschleife geht. Wir fahren ja nicht mal die kurze lange Strecke, sondern die lange, lange Strecke. Ja, genau. Wir fahren erstmal den ganzen Ring hier. Und so. Allein dafür brauchen wir schon eine Minute. Haha. Der fährt immer nicht schlecht, aber ich meine, komm. Da hätte man doch einen Porsche 919 Hybrid nehmen müssen für, oder? Ohne Witz. Na gut. Mega. Einfach nur belastend, weißt du? Da willst du nach ein paar Wochen wieder das Spiel ordentlich starten. Und dann direkt sowas, ey. Fett. So, und jetzt geht's ja erst hier raus. Ja. Hier ist der Start. Alter, dieser Wagen ist so eine schlechte Karre. Also der lenkt halt so schwer. Der haut jetzt ab, oder was? Aha. Ach, anstrengend. Echt anstrengend, muss man schon sagen. Wir brauchen noch über 10 Minuten pro Runde. Das heißt, wir... Digga! Der will jetzt eiskalt, dass ich 1,5 Stunden hier jetzt rumgurke, Alter. So viel Zeit habe ich nicht mal heute für Aufnahme. Das heißt, ich schaffe nur eine einzige Herausforderung. Das ist jetzt schon gerade mega frustrierend, muss ich sagen. Eieiei, na gut, okay. Muss halt die nächsten Tage auch noch spielen hier. Wir gehen nämlich langsam echt die Folgen aus. Dann machen wir heute halt dieses Rennen hier. Bringt ja nichts. So, lernen wir die Strecke mal ein bisschen auswendig.
Nicht, dass ich das jetzt vorgehabt hatte. Aber den da will ich noch einholen. Wenn ich mir schon die Scheiße hier antue. Wird eine XXL-Folge. Machen wir hier am Stück durch. Natürlich. Hintergrund wenigstens haben wir hier wieder Mucke, Alter. Ja, machen wir es einfach mal so. Ciao. Ja, musst du deine Position jetzt zurückgeben, ne? Also tschüss. Ja. So, und jetzt müssen wir uns noch absetzen. Aber die Lenkung ist ja maximal schlimm. Ja, Digga, Hauptsache ich treffe den Knüppel nicht. Ha. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Wäre jetzt maximal belastend. Junge, Lenk. Und wieder Vollgas. Alter. Er ist steif, das glaubst du nicht. Digga, verpisst euch. Warum seid ihr so schnell? Was sind die Blauen? Wieder so ein Doppelteilrennen oder was? Eieiei, ist ja noch schlimmer als das Goliath-Rennen in Forza. Horizon. Why? Ja, das andere Mal sind wir ja Spa gefahren. Und da sind wir erstmal schön, ich glaube, über 20 Runden gefahren oder so. Und weißt du, und dann kriegen wir hier eine Karre, die gerade mal über 200 kommt. Weißt du, das hätte man noch so viel geiler machen können. Und er hat echt über 10 Minuten, oder? Na gut, muss sein. Wir machen alles durch, habe ich ja anfangs gesagt. Und machen wir jetzt auch. Wollen kommen ja auch sehr gut bei euch an, Freunde. Könnt ihr mich hier noch leiden sehen jetzt zum Schluss. Wer weiß, vielleicht können wir die Strecke ja irgendwann sogar besser, wobei es hier einfach viel zu viele Kurven sind, um sich die Strecke einzuprägen. Na gut, klingt, tut er wenigstens einigermaßen. Wir sind bei 14 Kilometern erst. Haha. Aber trotzdem natürlich eine beeindruckende Rennstrecke. Und schöner Beat im Hintergrund, ist doch auch okay. Wird auf jeden Fall schön. Er bleibt echt gut auf den Fersen, das muss man sagen. Macht doch wenigstens mal Anstalten mitzulenken, ey. Alter, der ist so steif, ich weiß nicht. Bereich. Macht er die Kurve? Ja. Geil.
Er fährt sich auf jeden Fall stabiler als manche andere Karre. Mit so einer Schrottkarre wäre das jetzt auch maximal anders belastend gewesen, so eine lange Ding zu fahren. Ich wäre wahrscheinlich sogar abgebrochen. So 19 Kilometer, Alter, wir schaffen es nicht in 10 Minuten. Oh, 1,5 Stunden XXL, Freunde, nice. Oh, aber jetzt sind wir ja schon hier am Ende. Haben wir in 80 Minuten, oder? Wobei wir noch die ganze Nord, die ganzen Nürburgringe runter müssen, ne? So, ciao. Ein Civic, Alter. Okay. Ein aufgepimpter Honda Civic ist halt immer noch ein Civic. Also, Freunde, komm. Hier sieht man die ganzen Autos mal reinfahren. Kann ja regelmäßig irgendwie mit seinem normalen Auto hier auf die Nordschleife rauf und dann hier eine Runde drehen und so. Fahren dann immer von da rauf. Genau, um dann da drin zu landen, selbstverständlich. Genau, anstatt jetzt hier einfach weiterzufahren, das wäre doch so viel geiler gewesen. Wir brauchen echt knapp 10 Minuten. Schön. Gucken wir mal, ob wir auf unter 9 Minuten 30 noch kommen. Alter, die Kurvenlage. Das Feld ist ja echt dicht beieinander geblieben. Für eine Runde. So, hätte ja nicht gedacht, dass wir das noch hinkriegen hier. Mensch. Acht Runden. Jetzt 3 Sekunden gerade mal rausgefahren, ah, Mensch. So, jetzt geht's gleich wieder hier raus. Geil. Probieren wir mal ein bisschen schneller zu sein. Es wird schief gehen. Ja. Schalten wir natürlich immer noch manuell. Wie gesagt, 9 Minuten 30 wäre schon eine schöne Runde. Wollen wir natürlich mal probieren. Hier mal schön die Musik, habe ich auch ein bisschen lauter gemacht. Ich habe es eigentlich gar nicht lauter gemacht, aber irgendwie ist heute sehr laut. Na, Hauptsache meine Stimme ist lauter und der Rest ist mir eigentlich egal. Ist jetzt sehr gut.
Ach, fies. Hey, der ist ja anders fies hier. Lalalala. Und Freunde, sagt mal, geht's euch gut? Schreibt's mal in die Kommentare. Geht's euch tipptopp? Mir geht's gerade super. Das Jahr neigt sich ja jetzt auch dem Ende entgegen. Aktuell läuft Watch Dogs Legions, eins der beiden großen Projekte für mich dieses Jahr. Dürfte, wenn das Video rauskommt, seit ungefähr einer Woche schon online sein. Cyberpunk ist ja erneut verschoben worden. Wenn das wieder rauskommt, ist es nach wie vor noch nicht da, was eigentlich nicht sein sollte, aber das ist leider. Demnach mache ich das jetzt nur noch schnell durch. Wobei wir leider noch einige Folgen brauchen werden, bis das Projekt durch ist. Das heißt, Cyberpunk wird sich dann wahrscheinlich den Upload teilen, wobei ich das wahrscheinlich mit SnowRunner machen werde. Dann teilen sich SnowRunner und... Weil Watch Dogs Legion soll täglich laufen und Cyberpunk muss täglich laufen. Also dann muss SnowRunner halt dann hinblechen. Das ist mir dann egal. Und dann ist Forza Motorsport 7 ja sicherlich auch irgendwann mal durch. Und dann haben wir erstmal die drei Projekte. SnowRunner, Watch Dogs Legion und Cyberpunk. Das ist doch erstmal ein ganz geiles Line-Up, würde ich sagen. PlayStation 5 kriege ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Also, vergeblich. Ich wollte ja unbedingt eine haben, da dachte ich aber so, naja, vorbestellen, nee. Waren da vielleicht erstmal ein bisschen ab, aber das war ein Fehler, Freunde, denn dieses Jahr werde ich keine mehr kriegen, egal was ich mache. Es sei denn, ich zahle 2000 Euro für so eine Konsole, aber dann warte ich doch lieber ein halbes Jahr und dann... Und dann haben wir die so... So ist auch ein bisschen entlastender dieses Jahr, weil vielleicht kriegen wir dieses Jahr ja noch Watch Dogs Legion dann durch. Dass wir dann auch wieder ein Spiel weniger aufnehmen müssen. Und dann können wir zum Beispiel PlayStation 5 Titel dann anfangen. Wenn ich dann irgendwann mal die Konsole hier habe. Die will ich auf jeden Fall holen. Wir werden auch Games dann zocken, exklusive. Ich werde die nie perfekt fahren können. Spider-Man Miles Morales will ich auf jeden Fall spielen. Das Gran Turismo, was rauskommen wird, auch um den Vergleich zu dem Game zu haben. Weil ich Rennspiele auch eigentlich ziemlich gerne mag. Forza Horizon gab es dieses Jahr kein neues. Forza Motorsport gibt es auch schon eine Weile kein neues. Demnach ja, müssen wir mal ein bisschen warten. Aber Gran Turismo auf jeden Fall. Ah. So, dann gucken wir mal. Wir haben gerade mal 6 Sekunden aufgeholt. Im Vergleich zur letzten Runde. Das ist schon ein bisschen schwächelnd. Ich dachte, es wäre mehr drin. Wir sind auch die erste Runde schon einigermaßen gut durchgekommen. Naja. Jedenfalls hoffe ich natürlich dann im Januar, Februar nächsten Jahres eine Konsole zu kriegen. Eigentlich egal wo. Ich muss nicht wirklich viel mehr bezahlen, weil 500 Euro finde ich schon... Ist natürlich ein guter Preis für die Konsole, aber ist natürlich trotzdem viel Geld. Und das ist natürlich für mich... ich muss es ja zahlen. Ich kriege nicht, wie die großen YouTuber kriegen, hier einfach alles in den Arsch geschoben. Wie PC und die ganzen Equipment-Zeugs und die Konsolen natürlich, nö. Ich kaufe alles selbst. Und es ist mir ehrlich gesagt sowieso lieber so. Also, gerade bei PCs. Bei Konsole würde ich natürlich nehmen, weil es sind ja eh alle gleich. Aber beim PC, Fertig-PC ist immer irgendein Teil, wo ich selber sagen würde, nö, hätte ich ein besseres genommen. Deswegen baue ich PCs, baut lieber selbst, Freunde. Spart ihr Geld, wenn ihr zahlen müsst zumindest. Ja klar, wenn er Geschenk kriegt, warum sollte man nee sagen, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, aber... Wenn ihr selber bauen wollt und dafür blechen müsst, dann... Vielleicht vernünftig in den eigenen PC und nicht in so ein Fertigteil.
Spart ihr Geld oder kriegt bessere Leistung. Das gleiche Geld. Mittlerweile in diesem Jahre ist bestimmt irgendjemand in eurem Bekanntenkreis da, der in der Lage ist, so ein Ding zusammenzubauen. Und wenn nicht, schaut euch, gebt einfach auf YouTube einen PC zusammenbauen, klickt die ersten drei Videos durch und ihr wisst alles, was ihr braucht. So habe ich es damals auch gemacht und mittlerweile bin ich Master. So, habe ich schon Kastenwasserkühlungen gebaut, schon mehrere PCs für Kumpel, alles durchgemacht. Und auch überhaupt kein Problem. So, jetzt wieder hier runterrasen. Ah, hier. Oh. Alles klar. Oh! Nein! Hier ist erst die Ziellinie. 9,33. Schade, das kriegen wir doch noch hin. Eine 39 will ich haben. Das wäre doch was. Guck mal, jetzt schon wieder eine Sekunde rausgeholt. So könnten wir es ja sogar schon schaffen. Ja, für PlayStation 5 werden aber auch so viele Spiele rauskommen. Also ich weiß gar nicht. Da werde ich mich halt wirklich, den Nachfolger von Horizon Zero Dawn will ich halt auf jeden Fall auch spielen. Nur deswegen habe ich das Spiel jetzt überhaupt letztens Let's Played, ne? Weil ich wusste, der Nachfolger kommt auf der PlayStation 5 und den will ich zocken, so. Und ich fand das Spiel eigentlich ganz geil, nur leider stelle ich mir das Zielen und Schießen auf dem Controller ziemlich schwierig vor, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Gewohnheitssache halt, ne? Auf dem PC bin ich dann natürlich relativ schnell dann ausgewichen auf Maus und Tastatur, weil mit Controller bin ich gar nicht klargekommen. Aber auf Konsole bleibt dir natürlich nichts anderes übrig. Aber auch hier, ne? Setze ich, wenn es geht, auf den Controller. Bei solchen Spielen ist mir das sowieso lieber. Verdammt. Da ist der Vorsprung auch wieder weg. Da kommen die noch alle angefahren. Ey, der 3 Sekunden Rückstand schon, Junge. Kacke, ja, weil wir da die Kurve so verschissen haben. Nicht aus der Konzentration fallen, wir haben ja noch nicht mal die Hälfte des Rennens. Wir haben jetzt über ein Viertel. Also knapp unter 80 Minuten werden wir brauchen. Nice. Dieses. Nice. Naja. Also da sind auf jeden Fall viele Spiele geplant. Spider-Man mindestens, Gran Turismo, dann der Nachfolger von Zero Dawn. Da gab es noch dieses komische Spiel mit dem Fuchs, wo ich jetzt leider nicht mehr weiß, wie das hieß. Werden wir auch spielen. Weil ich das echt geil fand im Trailer. Ich fand sowieso eine Menge Spiele im Trailer echt geil, ne? Das muss man schon sagen. Und ich meine, die Konsole wird halt auch wieder mindestens 5, 6, wenn nicht sogar auch wieder 7 Jahre laufen. Von daher... Also, da werden noch in Zukunft so viele Spiele kommen. Und die PS5 wird auch safe noch GTA 6 miterleben, das muss man einfach mal so sagen. Wette ich drauf. Wird doch jetzt demnächst auch nochmal kommen.
Man merkt schon, dass es besser wird. Natürlich jetzt blöd, weil ich ab und zu halt ein bisschen wenig laber, aber es liegt einfach daran, dass diese Strecke halt schon eine Herausforderung ist, wo man sich dann immer konzentrieren sollte. Immer die. Ich habe geredet und schon mich rausgeflogen. Ja. Wie gesagt, ist das Ziel. Mehr macht das Auto nicht, leider. Aber ich freue mich schon auch wieder auf die Open-Meisterschaft, nämlich den Porsche 919 Hybrid, Alter. Und wer weiß, später einen echten Formel-1-Wagen, wenn wir dann noch fahren in der letzten Meisterschaft. Und noch eine Sekunde im Verzug. Das heißt, wir müssen noch circa 2 Sekunden aufholen. Wird schwer. Aber wir probieren es natürlich. Ich hoffe, es läuft alles super. Ja. Wäre erstmal wieder so einen langen Fahrteil. Das schaffen wir nicht. So. Oh, ist wieder beim 13. Kilometer. Haha. Also gerade den unteren Gängen steuert er echt so wie ein Rallye-Auto, ne? Schaltet schnell und so. Natürlich hätte ich mir trotzdem ein etwas schmackhafteres, flotteres Auto gewünscht. Eine Runde werdet kein Problem, aber 8 Runden, Alter, Freunde. 8 Runden mit diesem Ding. Da muss doch ein Hypersportwagen her. Bei 8 Nürburgringen. Ja, diese Kurve verkacke ich immer. Oh, wir sind jetzt wieder aber dafür im Vorsprung. So, wir sind doch demnächst wieder durch mit der Runde. Ist ja auch schon mal schön. Bitte rum da. Zack, 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 zack. Ich krieg diese PlayStation 5 auch nicht mal aus meinem Kopf, ne? Ich war nie Konsolen-Freak. Hab immer PC gespielt. Hatte nie eine Konsole, aber PS5, einfach Leistungsdaten sind einfach perfekt. Für endlich mal flüssiges und schönes Konsolenfeeling. Ja, was Neues. Also gerade Red Dead Redemption 2 auf der PlayStation 4. Ja. Katastrophe. Mega geiles Game aber. Haben wir auf dem PC dann gespielt. Immer noch eine der geilsten Stories, wie ich finde. Das war echt ganz hohes Niveau. Fand ich sehr schön. Ja, und solche Story-Spiele möchte ich natürlich aber auch auf den Konsolen dann spielen. Dazu muss ich aber erst eine kriegen. Naja, was soll's? Was soll's? So, jetzt wird's spannend.
Hat's gereicht oder reicht es die Runde noch nicht? Immerhin kann man hier schön gerade raus. So, wir haben noch 10 Sekunden. Ja, das wird so eng. Nein. Ah. Ah. 30,9. Das gibt's nicht. Nicht mal eine Sekunde bin ich noch von entfernt. Komm, wir haben doch jetzt hier schon locker rausgeholt, oder? Jetzt müssen wir genauso fahren wie gerade. Dann hätten wir es schon. Aber Frontantrieb, kann das sein? Ja, ja. Uff, Alter. Das ist ein Rennen. Vorsprung haben wir genug. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Rein in die Schleife. Oh, Alter, 3 Sekunden jetzt schon. Boah. Das müssen wir doch jetzt ausnutzen. Mittlerweile habe ich mich wieder an die Lenkung gewöhnt. Vergessen. Und Mist. Aber krass, mittlerweile kennt man sogar die Kurve nach 4 Runden, ey. Kennt man schon einigermaßen die Bremspunkte, zumindest in den meisten Kurven. Es gibt ja immer noch so 1, 2 Punkte, da fliege ich immer raus. Aber ich sollte vielleicht dann mal links nach unten gucken und dann sehe ich ja, wann die kommen. Dann probieren wir einfach mal ohne groß irgendwo gegen vielleicht nochmal eine Runde hinzukriegen am Ende. Kann ich aber nicht garantieren. Wieder eine Sekunde auch verloren. Ja, hier sind die Kurven doch. Das war doch jetzt schon mal sehr sauber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich. Super. War nicht so geil. Das wird... lass mal gerade noch so durchgehen. Okay, nee.
Ach, Heli. Was gibt's? So, Gegner haben wir abgehangen. Ist doch super. Wenigstens ein Klotz weniger am Bein. Aufnahme sieht hoffentlich ganz gut aus. So, heute kamen auch offiziell die ersten Videos am, wenn ich nochmal heute, den 5. November, richtig. Die ersten Videos zu den neuen AMD Ryzen 5000er CPUs. Und der erste Eindruck ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, scheiße oder schlecht, ne? Bitte eins davon. Und höchstwahrscheinlich wird auch wieder einer dieser Chips in meinem PC landen. Früher oder später, ich denke erstmal wird sich das auf nächstes Jahr verschieben, weil ich dieses Jahr noch unter anderem plane, einen neuen Laptop zu besorgen, um halt auch von unterwegs in Zukunft die Möglichkeit zu haben, zu zocken, wenn ich Bock habe, und aber auch Videos zu produzieren. Das ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen wichtiger noch. Deswegen sehe ich das als sinnvoll an. Wollte ich immer schon mal haben, hat sich dann nie ergeben, weil ich dann immer zu viel Geld für PCs ausgegeben habe. Jetzt habe ich gesagt, dieses Jahr wird nichts mehr verändert an den Rechnern. Und dementsprechend kann ich mir dieses Jahr dann, weil die PS5 auch ins Wasser fällt, eben diesen Laptop mal erfüllen. Das werde ich dann zu Weihnachten höchstwahrscheinlich mir dann mal gönnen. Es sei denn, der Preis fällt vorher irgendwie mal durch eine Aktion oder so, dann würde ich zuschlagen natürlich, aber ja. Sonst zu Weihnachten. Ey, jetzt habe ich aber auch gerade den Flow, ey, wirklich. Ah, die Kurve so fies. Nein. Die will ich auch noch mal schaffen, ey. Scheiße. Da ist aber einer auch wieder ziemlich dicht, muss man sagen. Gar nicht so weit weg. Jedenfalls, der Laptop wird dann natürlich vollkommen gaming-tauglich sein, vollkommen Videoschnitt-tauglich. Da wird ein 8-Kern-Prozessor drin sein, ein Desktop-8-Kerner sogar, ja. Ich werde dann aber höchstwahrscheinlich auch ein Unboxing und vielleicht sogar ein Review davon machen, weil ich das, was in dem Laptop drinsteckt, schon bemerkenswert finde. Den ich mir ausgesucht habe, da ist eine 2070 auch noch drin. 32 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, 1 TB HDD, die ich wahrscheinlich austauschen werde, weil HDD. Ne? Was noch? 144 Hz Full HD Display, RGB beleuchtete Tastatur. Von der Firma habe ich davon noch nie was gehört. Und das Ding ist auch relativ fett und aus Plastik und so, also hochwertig ist was anderes, aber der Preis ist auch echt überzeugend für das, was drin ist. Wenn man da zum Beispiel mal so ein Gegenstück, so ein Razer Blade nimmt, dann ist der halt dagegen nichts, ne? Da kriege ich eine 1660 Ti und zahle nochmal 1000 Euro mehr. Und habe dann auch nur eine 6-Kern-Laptop-CPU. Scheiße, ich habe die ganze Zeit wieder verloren, ne? Ich brauche 0,9. Gibt's doch nicht. Ja, 252, 253 ist ja auch okay. Für Höchstgeschwindigkeit. Ja, kacke, ich hab verkackt, glaube ich. Nein. Ich war wieder schneller, aber
Es reicht einfach nicht. Kann doch nicht wahr sein. Bin über die Hälfte. Oh, belastend. Na gut. Mike hat nur eine Folge heute. Ja, die roten Punkte sind mittlerweile komplett lost. Wo auch immer die sind. Nur 8 Fahrer. Ich finde, der Nürburgring ist noch unnötig. Hätten sie nicht gleich die ganze Nordschleife machen können. Wäre viel geiler gewesen. Weil so kommt man wieder raus aus der Strecke. Ist doch scheiße. Zumindest ein bisschen schade. Hey, der holt ja auf. Hey. Ich war die doch alle los. Die kommen jetzt irgendwie wieder alle näher. Zwei Sekunden Rückstand auch noch. Ui. Das war jetzt echt Limit. What? Was ist das denn? Wieso ist der auf einmal so schnell? What the fuck? Was stimmt denn hier auf einmal nicht? What? Ach so, das sind die anderen, oder was? Ja, der hat ja eine Corvette. Waren es die blauen und ich bin der rote, oder was? Jetzt werde ich von allen überholt, oder was? Dafür habt ihr echt lange gebraucht, dann muss ich sagen. Ja, das sind wirklich, ja, das sind ja viel krassere. Also muss ich erstmal schaffen zu überholen. Ich mache keinen Platz. Versuche hier weiter meine Pace zu fahren. Sorry. So, komm, fahr vorbei jetzt. Komm. Du hast die Chance und nutzt sie nicht. Da ist doch Platz.
Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Oh. So, nee, das ist eine Viper. Die nutzt es aus. So, jetzt hängen die hier alle mit dem Arsch, ne? Fahr doch vorbei. So viel Platz. Selber schuld. Ah, Digga. Die KI ist echt zu dumm zum Kacken, oder? Ja, die Chance hast du. Und was machst du damit? Ja. Sehr gut. Immerhin. Hast du sie genutzt. Aber du willst mir nur erzählen, dass du hier echt so lahm bist. Digga, er bremst mich halt. Na ja, gut. War auch nicht geil. Lass mich halt immer beeinflussen von den anderen. Auf der Geraden kann er überholen. Oh, 5 Sekunden Rückstand. Die Runde war echt nicht gut. Ja, die ganze Zeit unter Druck und so. Aber ich verliere keine Platzierung, deswegen. Mal lieber Nissan, komm. Traut sich ja hier schon. Mal gespannt, ob die es rüberbringen, zu überholen. Ha. Bei der Geraden. Meine, die haben doch so viel schnellere Autos. Alter, mein Zeigefinger verspannt sich langsam, weil ich so lange schon auf dem Gas bin. Und schmerzhaft auf Dauer. So, komm, jetzt überhol. Jetzt ist die Strecke breit genug. Jetzt fahrt vorbei. Wir haben wieder 4 Sekunden aufgeholt. What the fuck? Ja, immerhin. Dann haltet mich nicht auf. Haltet mich einfach nicht auf. Oh, sie gehen wieder kaum weg, ne? Sie fahren da nur 10 km schneller. Oh, ist das dein Ernst, Alter? Ist das euer Ernst? Ihr haltet mich echt auf? Oder verschwindet jetzt aber auch wenigstens.
Komm vorbei. Ach. Die Musik ist doch geil, oder? Komm. Es geht so lange geradeaus, überhol doch. Ja, aber die sind nicht so viel schneller, ihr seht's. Wir sind schon in der sechsten Runde, immerhin. Fahren aber auch gleich 50 Minuten. Okay. Geiles Lied. Und Scheiß. Eine fiese Kurve will ich halt mal ohne Verkacken schaffen. Ne? Ja, trotzdem wieder 2 Sekunden Rückstand. Die Musik ist auf jeden Fall zu laut eingestellt, aber dieses Rennen besser, weil da ist die Musik, finde ich, geiler als das Auto. Eine Stunde. Aber nächstes Mal mache ich die Musik auch wieder leiser. Weil kann sein, dass die Aufnahme ganz in Ordnung klingt und ich einfach nur jetzt hier so höre, aber ich glaube nicht. Egal, überholst du jetzt mal oder nicht? Da kommt schon wieder der Nächste, ich wollte nur sagen. Fast, mein Lieber, fast. Aber wenn du mich überholst, musst du auch vorne bleiben und weggehen. So wie die da vorne. Das ist gut abgehauen, stören mich nicht weiter. Alles tipptopp. Eigentlich gar nicht scheiße, aber wir verlieren immer und immer mehr Zeit schon wieder. Im letzten Sektor war ich letztes Mal ein bisschen stärker, aber es hat leider nicht gereicht. Ich habe aber auch das Gefühl, die Musik wird immer lauter. Da, am Anfang habe ich das Autogeräusch eigentlich noch ganz gut gehört, aber kann auch sein, dass ich mittlerweile einfach ausblende. Das kann es auch sein. Ja, komm, Freunde. Das ist ja, also, ist ja Quatsch.
Aber die fiese Kurve war hier noch nicht. Und erst später. Ich glaube, hier ist die Kurve. Nee. Das war sie nicht. Ja, hier ist die gewesen. Haha. Aber mehr Zeit verloren. Unfassbar. Wobei sich es flowmäßig so anfühlt, als ob wir noch besser durchkommen. Aber nein. Ja, mein Gott, hat das gemacht. Ach, du bist doch ein Saft, sagt. Ein Saft! Ein Saftladen. Die KI ist doch relativ hoch eingestellt. Warum haut der nicht ab? Kann ich jetzt auch nichts für. Vielleicht jetzt wieder warten. Zur geraden Strecke, wenn es sein muss. Ha. So, das ist auch schon die lange Strecke. Ja. Ach, Digga, der Typ ist doch so ein Flachpfeifen. Mehr kann ich nicht machen, Freunde. Mehr kann ich nicht machen für ihn. Die Zeit reicht wieder nicht. Schade. Und du? Wie sieht's aus? Nee? Echt nicht? Kommt kein bisschen näher. Was ist das denn? Hat er echt Pech gehabt, ganz ehrlich. Ja, Digga. Kann ich echt nichts für, Alter. Ich bin halt immer ungefähr gleich. Das ist ja krass. Schade, um weniger als eine Sekunde an meinem Ziel vorbei. Wahrscheinlich schaffen wir es in zwei Runden jetzt nicht mehr. Eieiei, war das aber schlecht. Ja, der ist vorbei. Was ist das für eine miserable Leistung, Mann? Ah.
Gas. Wo sind die vielen 100 PS, die unter deiner Haube stecken? Ah, Herr Brems. Ja, toll. Ganz ehrlich, so verdienter Wichser. Sogar jetzt wirst du von dem noch überholt. Ha. Gleich eine Stunde. Ja, halt mich doch auf. Entweder du fährst weg oder du verziehst dich. Kann eben wahr sein, Alter, was der für eine Karre hat und fährt nicht weg. Was ist da los, Alter? Ford GT von 2017 gegen den Honda Civic und ich besieg dich einfach, oder was? Junge, outplayed. Was ist das denn? Ich bin ein Haufen Scheiße. Ja, und jetzt kommst du wieder an. Ja, klar. Nö. Lachpfeifen. Leider nicht so gut gelöst. Verliere schon wieder so viel Zeit, Junge. Ohne Witz. Keine Ahnung. Auf geht's. Sie machen so einen Druck von hinten. Und bring's dann nicht, einfach vorbeizufahren und dann abzuhauen. Nein, sie lassen sich wieder überholen. Um dann wieder die ganze Zeit zu nerven. Meine, was soll denn das? Ohne Scheiß. Fahr vorbei, fahr weg. Oder bleib hinten und fahr mir nicht ständig auf die Stoßstange. Was ist das denn? Komm doch mal rum hier jetzt. Mach keine Zicken hier. Egal, wenn ich sehe, wie viele blaue Punkte hinter mir sind. Ha. Ja, die bringen es einfach alle nicht. Schön, wa? Ja, nicht mein Problem. Perfekte Kurve, Junge. Dieser Frontantrieb legt schon auf, ne? Wenn du Gas gibst und das Steuern ist so krass.
Winkel, der 14. Kilometer. 1 Stunde, 3 Minuten, 50 Sekunden. Nice. Ausdauerrennen auf jeden Fall, Alter. Echt anstrengend, das merkt man. Ja, 2 Sekunden. Also unsere goldenen Runden sind echt vorbei, ey. Schade. Digga. Hat's echt die ganze Runde gebracht, nicht zu überholen, ne? Auch mal hinkriegen mit einem ziemlich viel stärkeren Auto. Ach komm jetzt, überhol. Ja. War dein Ernst? Gib ihm die Chance. Was soll ich dazu jetzt sagen? Bringt's dir? Einer! Ach, traurig. Oh! Das kann jetzt eng werden. Freude am Fahren. BMW. Das kann nicht dein Ernst sein. Nochmal eine starke Runde zum Schluss. Jetzt bin ich um 0,1 Sekunden. Kann ja jetzt nicht wahr sein. Jetzt will ich es aber nochmal. Jetzt nochmal eine perfekte Runde her. Alter, nochmal hier direkt 1,8 rausgeholt. Junge. Jetzt das ganze Gelernte hier ausspielen. Windschatten noch dazu. Jetzt fahr wenigstens bitte weg. Und sei mir nicht im Weg. Fährt schon mal weg, immerhin. Okay, nein. Verkackst es. Noch eine Sekunde Vorsprung. Aber das müssen wir halten. Wird aber nichts. Instant die aufhört zu lenken, wenn man Gas gibt, habt ihr gesehen? Das ist der Frontantrieb.
Aber im letzten Abstand muss ich extrem geil durchgekommen sein. Er hat eigentlich die ganze Runde über. Na, guck mal, noch 0,3. Scheiße, den Abstand habe ich echt nicht gut gemacht. Ans Limit gehen. Ich will diese verschissene Rundenzeit, wenn ich schon eine Stunde 10 hier fahre. Komm schon. Komm schon. Stella. Bei diesem ersten Abschnitt auf dem Nürburgring noch hatten wir den besten Abschnitt bis jetzt. Also, verschenkt. Oh, ist ein Vorsprung wieder aufgebaut. Alter, komm, und jetzt einmal auch hier perfekt die Strecke, Alter. Bis jetzt war doch super die Strecke, oder? Einmal jetzt nochmal komplett volle Konzentration. Nicht raus. Das macht schon Fun, muss man sagen. Oh, super Gefühl die Runde bis jetzt. Kratzen. Wieder bremsen. Ja, noch okay. Über 2 Sekunden Vorsprung. Können wir es noch schaffen? Das wäre so geil in der letzten Runde. Das wäre so geil, Alter. Würde ich so feiern. Ich würde einfach zeigen, dass wir es drauf haben. Lernkurve ist da. Grenzen nochmal rausgeholt. Bis jetzt noch kein großartiger Fehler hier auf dieser Strecke, was super ist. So, gleich kommt ja schon diese erste Kurve da. Na, nochmal ein Fehler eingebaut. Scheiße. Schade. Schade. Na gut. Egal. Nicht so schlimm. Egal. Sogar von den abgesetzt hier wieder, ey. Junge. Nochmal hier die Konzentration. Wir halten den Vorsprung. Na, die fiese Kurve hier wieder. Ah, verdammt. Nicht von abhalten lassen.
Komm schon, nicht jetzt verkacken den letzten Abschnitt. Dann. Das. Oh, komm, 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 was sagt die Zwischenzeit? So, und Vollgas geradeaus. Nur noch eine Sekunde. Okay, ein bisschen verloren haben wir wieder. Aber noch sieht super aus. Jetzt sind wir ja Fullspeed und dann ist nur noch eine Kurve. Komm, die 39 will ich haben. Die holen wir uns. Dann haben wir es auch eiskalt endlich geschafft, ey. Na, jetzt lasse ich euch nicht vorbei, Alter. Jetzt lasse ich euch nicht vorbei. Ihr wolltet es ja nicht. Bloß den Bremspunkt nicht verpassen. Jawohl, wir schaffen es. Wir schaffen es echt noch, Freunde. Nach fast 80 Minuten haben wir doch noch unser Wunsch erreicht. Eine Rundenzeit unter 9 Minuten 30. Ja. Oh. Oh, Alter. Oh. Erster von den Roten. Nice. Alter. Gib mir das Cash, Alter. Ohne Scheiß, gib mir das Cash. Eieiei. Schmeckt. Schmeckt. Super. Was? Jawohl. Oh. Ja, ist geil, aber nein. Damit sind wir Rang 100. Geil. Nochmal Credits. Digga, wie viel? What the fuck? Ey, Digga, was ist das denn? Nämlich Credits. Indycar brauchen wir nicht, aber wir sind Rang 102 jetzt geworden. Geil. Echt stark. Oh, was für eine Folge, Freunde. Leider nur ein Rennen. Ein Rennen in der Rookie-Meisterschaft ist immer noch offen. Okay, wir kriegen den auch sogar. Nicht schlecht. So, dann sind hier noch die drei. Okay, das heißt, wir machen einmal. Ja, wir können ja diese. Oh, nee, wieder Hütchen. Oh, ich hasse es. Oh. Ja, und dann machen wir uns langsam aber sicher auf zu der letzten Meisterschaft. Aber nächste Folge dann erstmal hier die letzte im Vulkan. Ja, das ist doch Quatsch. Ja, die haben einfach den Satz hier nicht angepasst. Lol. Schön. Deswegen dachte ich Vulkan. Geil. Belastend. Gut, Freunde. Das war's aber für diese Folge. Wer bis hierhin dran geblieben ist, Ehrenmann. Richtig geil. Das war echt herausfordernd und ich würde sagen, nächste Folge geht's dann hier weiter. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.